Ich wollte schon immer mal in eine Kirche, sagte sich der ein oder andere sicherlich schon einmal beim Blick auf diese beeindruckenden Bauwerke. Anlass genug bot die Nacht der offenen Dorfkirchen, bei der zahlreiche Gotteshäuser im Leipziger Land die Türen öffneten. Ob per Fahrrad, Auto oder zu Fuß, viele nutzten die Gelegenheit, die Kirchen der Region zu entdecken. Eingeläutet in der Kirche Krethen wurden neben dem Abendgeläut Kerzen entzündet. Hier und auch anderswo erhielten die Zuhörer Geschichten und Informationen zu den Bauwerken und konnten die einzigartige Atmosphäre innerhalb der Kirchenwände genießen. Neben Informationen zur Krethener Kirche wurden die Besucher in Altenhain musikalisch unterhalten. Zu hören gab es Gospelgesänge mit Therese Galetzka und Mike Koczynski von den Gospel Changes. Die Freude war groß, ob bei den Teilnehmern oder Organisatoren, die sich bei dem einstündigen Konzert über den großen Zuspruch freuten. Juwelen finden sich unter den Kirchen im Landkreis, wie auch die Bergkirche Beuscher. Diese wurde an diesem Abend mit schwebenden Klängen und sommerlichen Texten gefüllt. Pfarrer Christian Steinert stellte diese zusammen, passend zum Anlass und der aktuellen Situation. Trotz Corona wollte man diesen Tag der offenen Dorfkirchen umsetzen, wenn auch in etwas kleinerer Art und Weise. Ob von Harpe Kerkeling oder Sängerin Anna Loos, überbrachte er diverse Botschaften an die Zuhörer. Und mich dein Duft ohne zu gehen in fremde Weiten führt. Weil du ein Typ bist für einen Morgen ohne Hintertür, wirst du mich so schnell nicht los. Wir liegen hier und es ist schön, egal was kommt, egal was geht. Hier will ich sein, hier komme ich heim, hier will ich bleiben, hier kann ich sein, sein wer ich bin. Ein Zuhausegefühl, das Gefühl, ein wenig in das Kirchenleben einzutauchen und teilzuhaben, wurde an dem Abend in den über 20 teilnehmenden Kirchen auf vielfältige Weise vermittelt. Es gab Schätze zu entdecken, baulich oder kulturell. Momente, die stärken können, vor allem in den unsicheren Zeiten, in denen wir uns momentan befinden. Musik gab es auch hier, als schwebende Klänge der Mitglieder der Kirchgemeinde. Oder am großen kirchentypischen Instrument, der Orgel. Faszinierend sind an dem Abend nicht nur die verschiedensten Angebote und Gebäude an sich, sondern auch der Weg dorthin. Durch die Region, begleitet durch den Sonnenuntergang. Zum Einbruch der Dunkelheit ging es nach Mutschen. In diesem Jahr als Stadtkirche in der Nacht der Dorfkirchen erstmalig mit dabei. Denn in diesem Jahr ist so einiges anders. Und so wurde eine beeindruckende Licht- und Musikperformance von Künstlern in Kooperation mit dem Künstlergut Prösitz in den Kirchhof geholt. Unter dem Titel Revolution und Demokratie wurden die rund 150 Zuschauer auf eine fesselnde Zeitreise durch die vergangenen 30 Jahre mitgenommen. Ein Thema, welches das Land massiv verändert hat und womit die Besucher auf künstlerische Art und Weise in Berührung gebracht wurden. Demokratie ist ein Prozess mit Beteiligung, Verantwortung. Zuhören, ins Gespräch kommen, um neue Perspektiven zu entwickeln. Nur alle gemeinsam können dazu beitragen. Die Revolution hat Menschen mitgenommen, verändert. Auch durch solche Darbietungen kann daran erinnert werden, was für ein Geschenk eine Demokratie ist.
Die Künstler wollten ihr Programm nicht nur in großen Städten zeigen, sondern auch in kleinen Orten, wo das Leben pulsiert, wie hier in der Region. Nachdem man zum Ende der Performance eine Stecknadel hätte fallen hören können, ging es danach in einen nicht mehr enden wollenden Applaus über. Abschließend wurden die begeisterten Besucher dann mit einem Abendsegen von Initiator Pfarrer Henning Olschowski in die Nacht entlassen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Denn Gott ist mit uns am Abend, uns am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Segne und behüte euch, Gott der allmächtige und barmherzige Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Kommt gut nach Hause in die Nacht, bleibt behütet und bleibt gesund. Tschüss.